Bei der gestrigen Bundesliga-Sitzung ist entschieden worden, die Liga fortzusetzen, und zwar im Rahmen eines gestrafften Spielplans bis 31.07.2020. Das ist möglich, wenn wir am 5.06. starten und das gleich mit einer englischen Runde tun. Es wird zwei englische Runden geben. Und so ist es rein theoretisch möglich, das noch im Zeitrafferformat durchzusetzen. Ja. Wir sehen die Situation nach wie vor noch kritisch, haben aber versucht, einer sportlichen Beendigung der Liga nicht im Wege zu stehen. Auch muss man sagen, dass ein Großteil jener Vereine, die bisher strikt gegen eine Fortsetzung der Liga waren, plötzlich ihre Meinung geändert haben. Unter anderem auch jener Verein, um den man sich am meisten Sorgen machen musste in finanzieller Hinsicht und wo wir eigentlich auch für die gestrige Sitzung sonst ein Unterstützungskonzept vorgelegt hätten. Und wir sehen das noch immer mit Bauchweh, wie gesagt, aber wir hoffen, dass es die richtige Entscheidung war. Dafür gibt es ein 24-seitiges Konzept, ein Präventionskonzept, das von der Liga vorgestellt wurde im Rahmen einer heutigen weiteren Konferenz oder Arbeitsgruppe. Wurde das noch im Detail durchgearbeitet. Umgesetzt wird es von unserem Teamarzt Dr. Jörg Barweg. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr streng. Unsere Spieler duschen nicht duschen momentan zu Hause. Es wird alles desinfiziert. Es gibt tägliche Fiebermessungen. Wir beginnen morgen mit den PCR-Tests, die wöchentlich durchgeführt werden. Im Stadion, im Spielbetrieb gibt es ganz strenge Einteilungen, wer wann und unter welchen Testbedingungen in welche Bereiche darf. Die klassischen Ballkinder wird es beispielsweise nicht geben, das wird von Jugendlichen oder erwachsenen Personen durchgeführt werden. Die Bälle müssen ständig desinfiziert werden. Bei Auswärtsfahrten muss die ganze Mannschaft während der gesamten Fahrt Mund-Nasenschutz tragen. Das ist für Fahrten beispielsweise nach Vorarlberg durchaus ein Auftrag. Und so weiter. Also es wird sehr umfangreich sein und wir haben uns aber verpflichtet, das vollinhaltlich umzusetzen. Ja, anderslautenden Medienberichten zum Trotz bekommt der GAK keine finanzielle Unterstützung seitens der Liga. Das war eine Falschmeldung. Jene Summe, die auch nicht 45, sondern 40.000 Euro ausmacht, die kolportiert wurde, kommt bisher nur jenen Vereinen zugute, die über eine Zulassung zur zweiten Liga verfügen und nicht über eine Bundesliga-Lizenz. Das ist natürlich eine gewisse Benachteiligung und ist nicht ganz zufriedenzustellen. Allerdings hat unser Obmann René Ziesler der Bundesliga heute auch einen, wie ich meine, guten Lösungsvorschlag übermittelt. Darüber hinaus muss man sagen, die Geisterspiele, ja, wir haben es uns durchgerechnet. Im Worst Case kommen wir jetzt momentan auf rund 160.000 Euro an Mehrkosten im Gegensatz zum Ligaabbruch. Wir sind bestrebt, das mit allen Möglichkeiten natürlich zu reduzieren und loten hier verschiedene Varianten aus und hoffen, dass wir das weitgehend minimieren können. Ich darf nur noch einmal appellieren, liebe GAK-Fans, wenn ihr noch nicht Mitglied seid, werdet Mitglied. Kauft auch weiterhin eure Dauerkarte, auch wenn es nicht ganz klar ist, wann wieder Zuschauer ins Stadion dürfen. Es wird, was man so gehört hat, mit Hochdruck daran gearbeitet, auch hier möglichst schnell voranzukommen. Was niemand von uns weiß, ist, wie sich die Allgemeinsituation bezüglich der Corona-Epidemie entwickeln wird. Sollte es sich noch weiter verbessern, bin ich zuversichtlich, dass es da auch bald wieder besser werden wird. Wir werden in Zukunft auch mit der einen oder anderen Aktion auf euch zukommen. Wir brauchen euch. Wir haben diesen Verein gemeinsam aufgebaut und gemeinsam auch mit unseren Sponsoren, und da haben wir auch wirklich ein paar sehr gute Unterstützungsangebote bekommen, werden wir das mit Sicherheit schaffen. Wir haben für alle Eventualitäten es durchgerechnet. Also ein Konkurs oder sonst irgendetwas steht überhaupt nicht zur Debatte oder im Raum.
Die Frage ist einfach, wie gut und wie schlagkräftig gehen wir in die nächste Saison und können das, was wir jetzt hier mit der Bundesliga-Lizenz aufgebaut haben, noch weiter ausbauen.